drei Yin und drei Yang A-Meridiane. Wir heben die rechte Hand vor die linke Schulter. Wir strecken den linken Arm ein bisschen aus und wir scannen innen runter. Dann wenden wir die untere Hand, das ist die linke, und wir scannen außen hoch. Und dann wechseln wir. Nehmen die linke Hand vor die rechte Schulter, innen runter, die untere Hand wenden und am gleichen Arm außen hoch. Ja, gut. Rechte Hand vor linke Schulter, innen runter, die untere Hand wenden, am gleichen Arm außen hoch. Und wechseln, innen am rechten Arm runter, untere Hand wenden und am gleichen Arm außen hoch. Wir übertragen unsere Aufmerksamkeit durch die Hand, die rauf und runter scannt, auf den Arm, der darunter ist. Wir projizieren unsere Achtsamkeit in den unteren Arm. Das bedeutet schließlich und endlich, dass das Fühlen in dem Arm, der gestrichen wird, runter und rauf wandert. Und wir machen das, damit die drei Yin und drei Yang A-Meridiane durchlässiger werden. Wenn wir das nächste Mal oben sind, bleiben wir mit der einen Hand oben, nehmen die andere Hand auch noch nach oben. Machen, reguliere den Atem, beruhige den Geist und dann Uchi. Gut, die sechs Arm-Kopf-Meridiane. Der erste ist Lunge, Innendaumenseite. Dann kommt Yang-Meridian, Außen, Zeigefingerseite und zwar Dickdarm. Gut, dann kommt innen runter an der Kleinfingerseite Herz, Kleinfinger. Dann kommt außen hoch, auch Kleinfingerseite, Dünndarm. Und dann kommt mittig innen runter Herzbeutel bis zum Mittelfinger. Und dann auf der Rückseite außen hoch, Ringfinger, dreifacher Erwärmer. Auf der anderen Seite ist es genauso, machen wir es nochmal. Innendaumenseite Lunge. Die Hand wenden. Außenzeigefingerseite Dickdarm. Innen runter Kleinfingerseite Herz. Dann die Hand wenden. Außen hoch Kleinfingerseite Dünndarm. Und mittig runter bis zum Mittelfinger Herzbeutel. Und mittig außen hoch, vom Ringfinger ausgehend, dreifacher Erwärmer. Gut. So, und jetzt wiederholen wir die drei Yin und Yang A-Meridiane und diesmal mit der Handtellermitte über den Meridian. Mhm. Entweder Daumenseite oder Kleinfingerseite oder Mitte. Okay. Gut. Rechte Hand vor linke Schulter. Daumenseite ist Lunge. Außen hoch, Zeigefingerseite ist Dickdarm. Wir bleiben jetzt bei dem Arm. Gleicher Arm. Innen runter Kleinfingerseite ist Herz. Hand wenden. Außen Kleinfingerseite ist Dünndarm. Mittig innen runter zum Mittelfinger ist Herzbeutel. Und mittig außen hoch, vom Ringfinger ausgehend, ist dreifacher Erwärmer. Das machen wir jetzt nochmal am anderen Arm. Innen runter an der Daumenseite ist Lunge. Die untere Hand wenden.
außen hoch an der Zeigefingerseite ist Dickdarm. Innen rund der Kleinfingerseite ist Herz. Außen Kleinfingerseite hoch ist Dünndarm. Mittig innen runter zum Mittelfinger ist Herzbeutel. Mittig außen hoch vom Ringfinger ausgehend ist dreifacher Erwärmer. Gut, beide Hände hoch, reguliere den Atem und beruhige den Geist. Und Wuchi. So, und jetzt fügen wir das Körperscannen mit hinzu. Legen wir mal los. Hochscannen mit beiden, linken Arm ausstecken, innen runter, Hand wenden, außen am gleichen Arm hoch, rechts Schlüsselbein, links Schlüsselbein senken, und genauso hoch, rechten Arm senken, innen runter, untere Hand wenden, außen hoch, links Schlüsselbein, rechts Schlüsselbein senken. Und genauso hoch, linken Arm ausstrecken, innen runter, linke Hand wenden, außen hoch, rechts Schlüsselbein, links Schlüsselbein senken. Und genauso hoch, rechten Arm ausstrecken, innen runter, wenden am gleichen Arm außen hoch, links Schlüsselbein, rechts Schlüsselbein senken. Genauso hoch, linken Arm ausstrecken, innen runter, außen hoch, rechts Schlüsselbein, links Schlüsselbein senken. Genauso hoch, innen runter, außen hoch, oben bleiben, nach oben kommen, unten Wuchi. Nachspüren. Gut, ja, das waren drei Yin und drei Yang A-Meridiane. Jetzt kommen drei Yin und drei Yang Bein-Meridiane. Oh, wir fangen so an, Hände vor dem Bauch. Wir gehen an die Seiten. Seitlich runter, Gallenblase. Innen hoch, Leber. Vorne runter, Magen. Innen hoch, Milz. Um den Gürtel. Hinten runter, Blase. Innen hoch, Niere. Das war ein Durchgang. So, wiederholen wir. Zweiter Durchgang. An die Seiten, Gallenblase. In Leber. Vorne, Magen. Innen hoch, Milz. Einmal rum. Hinten runter, Blase. Innen hoch, Niere. Das war der zweite Durchgang. Machen wir einen dritten Durchgang. Gallenblase. Leber. Vorne runter, Magen. Milz. Einmal rum bis zum Rücken, Blase, Niere, Bauch behüten. Wuchi. So, und jetzt machen wir alle 12 Hauptmeridiane hintereinander, Meander. Okay. Immer Doppelpaar, Körper, Bein,
Doppelpaar Arme. Doppelpaar Körperbeine. Doppelpaar Arme. Das sind 6 Doppelpaare. Okay. Davon die Hälfte Arme am Kopf und die andere Hälfte Körperbein. Ja, legen wir los. Wir fangen mit dem Gallenblasenmeridian an. Seitlich. Seitlich runter Gallenblase. Innenohr Leber. Erstmal Mittelachse, Hände übereinander. 5 cm hoch auseinander. Und jetzt bis unter die Brust. Gut. Jetzt kommt Lunge. Rechte Hand vor linke Schulter. An der Daumenseite runter, bis über den Daumen, Unterarm wenden. An der Zeigefingerseite hoch. Wechseln. Daumenseite runter. Untere Hand wenden. Zeigefingerseite hoch. Das war Lunge dick dann. Oben bleiben, nach oben kommen. Reguliere den Atem. Beruhige den Geist. Nochmal, nochmal hoch und jetzt vors Gesicht. Gut, jetzt kommt Magen. Vor dem Gesicht runter, vor dem Körper runter, vor den Beinen runter. Innen hoch ist Milz. Vor dem Körper hoch, aber weit seitlich. Und unter die Achse und so. Jetzt kommt Herz. Rechte Hand vor linke Schulter. Innen Kleinfingerseite bis zum kleinen Finger. Herz. Die Hand wenden. Am gleichen Arm außen hoch. Kleinfingerseite. Das ist Dünndarm. Gut. Wechseln. Innen runter Kleinfingerseite ist Herz. Die untere Hand wenden. Außen hoch Kleinfingerseite ist Dünndarm. Oben bleiben. Reguliere den Atem, beruhige den Geist, über die Augen. So, jetzt kommen wir zum Blasenmeridian. Über den Kopf, hinten runter. Hier kommen wir nicht weiter, deshalb schwingen wir um. Hinten runter am Rücken, Blase. Hinten runter am Bein, Blase. Innen hoch, Niere. So, der Nierenmeridian geht auch vor dem Körper hoch, fast mittig. Gerade mal so vielleicht 4 cm voneinander entfernt, Doppelstrang, mittig. So hochkommen. Bis vor das Schlüsselbein innen. Gut, jetzt fehlen nur noch 2 Armmeridiane. Rechte Hand vor linke Schulter. Mittig innen runter, bis zum Mittelfinger ist Herzbeutel. Hand wenden. Mittig außen hoch, vom Ringfinger ausgehend, ist dreifacher Erwärmer. Wechseln die Seite. Mittig innen runter bis zum Mittelfinger ist Herzbeutel, untere Hand wenden. Mittig außen hoch, vom Ringfinger ausgehend, ist dreifacher Erwärmer. Oben bleiben. Reguliere den Atem. Und beruhige den Geist. Ruchi nachspüren. Bauch behüten, ohne berühren. Sinken lassen, großer Außenkreis, auflegen. Frauen haben die linke Hand außen, Männer haben die rechte Hand außen. Handteller Mitte auf Handteller Mitte, 2 Finger bereit unter dem Nabel. Ja, und die Beine vertreten.